sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. Viele Häuselbauer achten immer mehr auf ihren ökologischen Fußabdruck. Sie schauen, dass sie nachhaltig bauen, energieeffizient und natürlich, dass sie auch ressourcenschonende Materialien verwenden. Und damit herzlich willkommen bei Green Living, dem nachhaltigen Wohnmagazin der Salzburger AG. Seit vielen Jahren schon geht der Trend weg von großen, bombastischen Häusern hin zu kleineren Häusern. Kleineren Häusern mit viel Charme und noch mehr Einsparungspotenzial. Wie es sich in einem sogenannten Tiny- oder Microhouse lebt, das zeigt uns jetzt Simone Kammleitner hier im Flachgau im schönen Schlehdorf. Simone, danke, dass wir heute bei dir sein dürfen, um uns dein Microhouse anzuschauen. Erzähl einmal bitte, wie lange wohnst du schon da und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich verkleinert hast? Also exakt genau seit dem 1. Dezember 2015, sind jetzt doch schon über 5 Jahre. Und der Grund damals war, dass mir einfach eines Tages total gereicht hat. Also mir ist das Ganze höher, weiter, mehr irgendwie total bewusst worden und im Job hat mir mal was geärgert. Und dann habe ich einfach gesagt, das reicht. Es muss kleiner werden, weniger Aufwand, leichter zu bewerkstelligen. Das war so die Idee dahinter. Und dann hast du gleich gedacht, ein Microhouse wäre das Richtige für dich, oder? Nein, das war dann ein großer Zufall, weil momentan habe ich ein bisschen übertrieben und wäre gleich mal in einen Wohnwagen gezogen und wollte es gleich total verkleinern. Aber dann habe ich doch einmal so ein bisschen gegoogelt nach Wohnwegen, nur um die Idee auszubauen. Und dann bin ich über so ein Mikrohaus eben drüber gefallen, mit stolze 27 Quadratmeter. Und das war mitten unter die Wohnwegen, weil es eben auch mobil war sozusagen und mit Kran sozusagen versetzbar. Und das habe ich mir auf gut Glück angeschaut. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren da drinnen. Auf wie viel Quadratmeter hast du vorher gewohnt? Auf 90 Quadratmeter in einem kleinen Reihenhaus. Und ja, klein, großen, alleine ist 90 Quadratmeter mehr wie also groß genug sozusagen. Aber ich brauche es halt nicht wirklich. Aber das ist dann doch eine gescheite, ordentliche Umstellung von 90 Quadratmeter auf 20? Doch, ja. Das war doch eine Umstellung. Aber man muss dazu sagen, dass ich immer schon so ein bisschen auf das Thema Reduzieren gestanden bin. Also das ist schon ein bisschen so ein Steckenpferd, weil ich früher immer überfordert war mit meiner ganzen Garderobe und immer mehr und mehr und dann hat wieder nichts zusammengepasst. Also das hat mich alles schon ein bisschen genervt. Kann euch später gerne noch meinen Kleiderschrank zeigen. Gerne. Wie das jetzt ausschaut, sozusagen. Und ich habe beim Reduzieren wirklich Spaß gehabt, muss ich wirklich sagen. Und wie läuft es jetzt, wenn man sich entscheidet, okay, ich möchte jetzt ein Microhouse oder ein Tiny House, auch vom Standort her, pachtet man dann einen Grund oder wie läuft das? Also grundsätzlich kann man natürlich das auf einem eigenen Grundstück, auf einem gekauften auch machen, aber ich stehe sehr auf das Konzept des Pachtens, weil wir doch ein bisschen auch umdenken wollen und in Zeiten wie diesen kann man sowieso nicht mehr so vorausplanen, auch nicht mehr für seine Kinder, das macht man einfach nicht mehr so wie früher. Und das Pachten kombiniert eben mit dem Wohnen auf kleinen Raum passt ziemlich gut zusammen und ich denke, das ist sicher ein Zukunftsthema. Was ist jetzt das Besondere an deinem Microhouse? Aus was für Materialien besteht das zum Beispiel? Also diese Mikrohäuser werden meistens in Holzriegelbauweise gebaut mit ökologischen Dämmstoffen. Und für mich ist das Besondere daran, dass ich halt wirklich sehr hohes Einsparungspotenzial habe. Ich bin Kundin bei der Salzburger AG. Da kann ich mir sicher sein, dass ich einen sauberen Strom habe, weil ich heiz mit Infrarotpanelen. Würde aber schon sagen, dass es Sinn machen würde, das auch mit Pelletsheizung oder Holzheizung zu kombinieren. Jetzt wollen wir aber eine Hausführung. In Simones Schlafnische fehlt es an nichts. Eine Garderobe findet hier ihren Platz. Sehr schön. Badezimmer gibt's auch? Gibt's auch. Das haben wir gleich daneben. Ja. Wie man sieht, alles da. Waschmaschine, Dusche.
Dusche, WC, Waschbecken, eigentlich alles da, was man braucht. Braucht man nicht mehr, gell? Auch in der kleinen Küche bringt Simone alles Notwendige unter. Da, das Regal mit den Tassen da, meine drei ganz tollen Küchengeräte. Ja, aber Geschirrspüler hast du auch, hast du gesagt, ein Herd? Geschirrspüler habe ich doch, weil so faul wäre ich, dass ich das nicht selbst alles abwaschen möchte. Ja. Herd, Kühlschrank. Bei dir merkt man auch, dass du nicht nur Grafikerin bist, sondern auch Einrichtungsberaterin. Es ist alles sehr stylisch. Was war denn dir wichtig bei der Einrichtung von deinem Tiny House? Also grundsätzlich bin ich ein Reduzierungsfan sozusagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss trotzdem auf gar nichts verzichten da drinnen, weil mir ist eben das Farbkonzept sehr wichtig da drinnen, dass ich natürlich auch mit Holz arbeite, weil das mein Lieblingsbaustoff ist. Dass eben alles stimmig ist und vor allem von den Farben her ist alles, wenn man das jetzt ein bisschen beobachtet, sehr zurückhaltend. Das heißt, das ist alles in beige gehalten und ich tue halt dann nur mit Farben so Akzente setzen. Simone, du hast dich ja wirklich gewaltig reduziert. Jetzt von den 90 Quadratmetern auf die 27 Quadratmeter. Du hast keinen Keller, keinen Dachboden. Auf was verzichtest du denn noch alles? Also ich muss ehrlich sagen, so ein richtiger Verzicht ist das gar nicht für mich, weil wenn man sich jetzt überlegt, die meisten, die einen Keller haben, was hat man da drinnen? Also man hat da irgendwelche Teile, die man seit 20 Jahren nicht mehr hergenommen hat, seit 10 Jahren, seit 5 Jahren. Also wenn das ein Verzicht ist sozusagen, dann verzichte ich. Ich verzichte auf den mehr oder weniger Müll im Keller. Es geht nur um ein großes Ausmisten und das große Reduzieren von Dingen, die man sowieso nicht braucht. Mhm. Fernseher habe ich bis jetzt auch noch keinen gesehen? Nein, auf den verzichte ich auch, genau. Auf Fernseher und Radio verzichte ich. Was mir ganz wichtig ist, ist natürlich Internet, weil in meinem Job brauche ich das natürlich. Also ich komme einfach mit meinem Laptop und Internet und mit meinem Köpfchen sozusagen komme ich bestmöglich aus. In deinem Schrank, wenn man da reinschaut, sieht man ja auch, du hast ja wirklich ein wunderschönes Farbkonzept. Alles ist sortiert. Ich würde mir auch wünschen, dass du meine Kasten sortierst. Mache ich gern. Nach was für einem System gehst du davor? Ja, ich überlege mir einfach drei Farben, die also in dem Fall jetzt zu mir passen, zu meiner Person passen, meine Lieblingsfarben. Und in denen kaufe ich dann auch. Also ich scanne das Geschäft schon nach diesen Farben. Zum Beispiel das Grau, das Grün und dieses Cognac. Mhm. Und das kombiniere ich dann quasi mit Schwarz, also klassische Sachen und Weiß bis Beige. Mhm. Und da habe ich meine Kuschelecke. Ist das Wohnzimmer, kann man so sagen, oder? Ist mein Wohnzimmer und unter anderem auch mein Arbeitszimmer. Mhm. Für wen würdest du jetzt sagen, ist so ein Mikrohaus eigentlich geeignet? Weil Familie mit drei Kindern, das könnte ein bisschen eng werden, oder? Nein, das wird sicher eng. Also ich denke mal eher für Singles, Väter, wo der Sohn oder die Tochter ab und zu auf Besuch kommt. Wenn man sich sehr lieb hat, auch für Pärchen, da sollte man aber nicht so gern streiten, glaube ich, ja, in die Richtung. Und ich denke mir, für viele, die was vielleicht auch schon allein leben, also auch in höheren Alter sozusagen, die das Große schon alles hinter sich haben, die einfach nicht mehr so viel machen wollen, also für die wäre das sicher auch interessant. Du hast aus deinem Umzug hierher in dieses Mikrohaus eine richtige Passion gemacht, würde ich sagen. Du lebst es einfach, das merkt man auch, und baust jetzt selber Mikrohäuser. Ja, also ich bin wirklich von dem Konzept des reduzierten Wohnens so begeistert, dass ich die vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, jetzt selbst auf den Markt gebracht habe. Ja, da passiert jetzt gerade mein Herzensprojekt, das erste Mikrohausdorf entsteht da. Das ist in Schneegattern, im angrenzenden Flachgau. Und das wird jetzt im Laufe dieses Jahres dort entstehen mit 12 Mikrohäusern von 30 bis 90 Quadratmetern und auf das freue ich mich schon sehr. Eine wichtige Frage zum Schluss natürlich, was kostet denn jetzt so ein Mikrohaus oder so eines zum Beispiel wie das, in dem du jetzt lebst? In der Größe kann man ungefähr mit 100.000 Euro, 110.000 Euro rechnen. Es kommen dann nur die Möbel dazu herinnen und ansonsten nur Lampen und Küche und ja. Grundstück genau. Ist natürlich oft eine kleine Herausforderung und darum eben auch die Idee des Pachtens, was auch in dem Mikrohausdorf so werden wird, dass das auf Pachtgrund ist, auf 50 Jahre. Dann vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns heute. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und alles Gute für dein neues Projekt mit dem Mikrohausdorf. Vielen, vielen Dank. Ja, das war unsere Ausgabe von Green Living hier in Schlehdorf mit dem Tiny House.
Wenn Sie sich interessieren für Tipps rund um die Themen Nachhaltigkeit oder Energieeffizienz, dann schauen Sie doch einfach auf www.salzburg-ag.at. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Green Living und hoffe, Sie sind mit dabei.